In dieser Plenarwoche hat der Hessische Landtag auch über das Bürgergeld diskutiert. Ziel des Bürgergelds ist es, dass Menschen in materieller Not den Sozialstaat wieder als Partner wahrnehmen. Als Partner, der ihnen Vertrauen entgegenbringt und dabei hilft, erneut in einem selbstbestimmten Leben Tritt zu fassen. Das neue Bürgergeld ist ein sozialpolitischer Meilenstein, denn er macht den Respekt des Staates vor seinen Bürgerinnen und Bürgern zur Richtschnur. Allerdings polemisieren gerade seit Tagen namhafte Vertreter der CDU mit weitgehend faktenfreien Behauptungen gegen das Bürgergeld. Auch wenn die angeblichen Argumente auf Seiten der CDU täglich wechseln, ist ihnen eines gemein. Sie sind falsch und sie dienen dazu, arbeitende Menschen mit niedrigem Einkommen gegen Erwerbslose auszuspielen. Das ist nicht nur schäbig, es ist auch verantwortungslos, weil es die Spaltung der Gesellschaft vorantreibt. Wir erwarten vom Ministerpräsident Boris Rhein, dass er die Kampagne seiner Bundespartei und ihres Vorsitzenden Friedrich Merz gegen das Bürgergeld nicht mitmacht, sondern dafür sorgt, dass Hessen, das Land Hessen, diesem sozialpolitisch wichtigen Vorhaben im Bundesrat zustimmt. Der Ministerpräsident könnte damit deutlich machen, dass auch seine Regierung den Menschen, die staatliche Hilfe benötigen, den Respekt entgegenbringt, den alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land verdienen. Außerdem haben wir im Landtag auch über die Veröffentlichung der noch als geheim eingestuften NSU-Akten durch Frag den Staat und das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann diskutiert. Der Bericht zeichnet ein desolates Bild des Landesamts für Verfassungsschutz, das über weite Strecken organisatorisch, technisch und fachlich nicht in der Lage war, seine Aufgabe wahrzunehmen. Statt sich ernsthaft mit dem öffentlichen Interesse an den NSU-Akten auseinanderzusetzen und mehr Transparenz zu schaffen, hatten CDU und Grüne die Freigabe immer blockiert und damit erheblich dem Vertrauen in unseren Rechtsstaat geschadet. Es entstand einfach so ein Eindruck, dass etwas vertuscht werden sollte. Und um es klar zu sagen, eine wirkliche Aufklärung des NSU-Komplexes und des von dem NSU verübten Mord an Halit Yozgat hat es in Hessen nicht gegeben. Dabei schuldet der Rechtsstaat den Opfern des rechten Terrors und ihren Angehörigen von Halit Yozgat über die Toten der Terrornacht von Hanau bis hin zu Dr. Walter Lübcke endlich Aufklärung, Transparenz und Ehrlichkeit in Bezug auf mögliche Fehler von Behörden. Auch mit dem von mir arbeitenden Breitbandausbau-Transparenzgesetz hat sich der Hessische Landtag in zweiter Lesung beschäftigt. Wir liegen beim Glasfaserausbau im Ländervergleich nur auf Platz 13. Wir liegen weit zurück und es fehlen auch bei der Umsetzung des Glasfaserpakts belastbare Zahlen. Dieses Problem können und wollen wir mit unserem Gesetzentwurf beheben. Es gilt der alte Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber für diese Kontrolle braucht es in erster Linie Transparenz. Diese verbessert den Wettbewerb und setzt Anreize für Kooperationen. Schwarz-Grün setzt sich leider jedoch mit dem SPD-Vorschlag nicht auseinander. Demokratische Gepflogenheiten des Parlaments werden schlichtweg vergessen. Und die mündliche Anhörung zu unserem Gesetzentwurf ist einfach im Ausschuss abgelehnt worden. Schwarz-Grün schiebt die Verantwortung also vor sich her und versteckt sich hinter der freiwilligen Selbstverpflichtung der Digitalministerin. Das bringt Hessen dem Ziel eines flächendeckenden Glasfasernetzes nicht näher. Ziel muss es sein, den zügigen Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes sicherzustellen. Und mit unserem Gesetzentwurf kommen wir diesem Ziel einen entscheidenden Schritt näher. Deswegen werden wir ihn auch nochmal in dritter Lesung diskutieren.